Das war wieder knapp. Meine Güte, die Community-Abstimmung war unglaublich knapp. Und damit willkommen zum Make-up-Video, was einmal die Woche irgendwie kommt gerade. Und ja, ich sehe gerade etwas seltsam aus. Ich habe auch gar keine Brille auf, nichts, gar nichts. Ich bin blind wie ein Maulwurf. Du durftest abstimmen zwischen der Backstage-Palette, die so aussieht. Und sie war mal ein PR-Stück, denn ich habe sie mal tatsächlich als PR bekommen, weil ich eine andere Lidschattenpalette von Backstage Make-up habe und mein Beitrag so gut gefallen hat. Und dann habe ich die quasi so als, ja, kleines Geschenk, würde ich mal sagen, bekommen. Und sie war echt, die ist echt schön. Die ist echt schön. Und dazu geht die Essence-Palette. Das ist dieses wunderschöne Stück. Die habe ich geschenkt bekommen von. Ich habe keine Ahnung mehr. Es tut mir leid. Und die sieht so aus. Und ihr habt als Community wieder abgestimmt. Deine Wahl war entweder weise oder bescheiden. Tada! Deine Wahl war diese. Beziehungsweise die Community hat das gewählt und hat mich damit natürlich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Denn unter diesem Beitrag begann die Diskussion. Backstage Make-up wäre interessant für einige und Essence spricht die breite Masse an. Okay. Ja, ich weiß, die breite Masse hat damit offiziell gewonnen, auch wenn es nur extremst knapp war. So. Und da ich aber nicht nur ein Backstage-Produkt besitze in meiner Sammlung, sondern noch eine Foundation, und ich hoffe, die ist noch nicht leer. Ich glaube, die liegt hier. Nein, sie steht hier. Da gibt es noch eine Foundation und ich glaube, irgendwo in meiner Dings liegt noch eine zweite Lidschattenpalette von Backstage. Werde ich. Und das ist jetzt die große Ankündigung, deswegen solltest du jetzt eventuell folgen, wenn du Lust hast dazu, nochmal Backstage verfilmen. Und zwar werde ich das wahrscheinlich nächste Woche machen, dass wir einmal das Palettenroulette aussetzen und ich mich einmal komplett um die Marke Backstage Make-up kümmere und dir zeige, was meine Produkte so können. Ich mache das sehr, sehr gerne, denn der Wunsch war ja schließlich da von einigen Leuten. Kannst du dir gerne im Community-Feed nochmal durchlesen unter der Abstimmung Backstage gegen Essence. Und dann werde ich halt auch klipp und klar sagen, was ich von der Marke halte, wie ich zu dieser Zusammenarbeit gekommen bin und mal generell so ein bisschen über die Marke talken. So, das heißt, du abonnierst, kannst natürlich auch coole Reactions angucken und noch ganz, ganz andere coole Videos mit Skincare, die nicht so populär ist in Deutschland, mit Make-up-Marken und so weiter und so fort. Und Reactions, wie gesagt, gibt es bei mir auch auf Make-up und auch auf andere Themen. Und ja, ich fange jetzt einfach an und benutze die Essence-Palette. Diese Essence-Palette. Ich glaube, ich habe sie von Silvi geschenkt gekriegt. Ich habe immer noch keinen blanken Schimmer. Aber die Person, die mir diese Lidschattenpalette überlassen hat, bitte melde dich kurz in den Kommentaren. Sorry. So, ich mache jetzt mal kurz hier Dingens auf die Augen, auf die Glubscherchen und dann, ja, du weißt schon. Okay, in dieser Palette gibt es nur einen matten Ton und das ist dieser hässliche Ton. Also dieses Braun. Es tut mir leid, dass ich gesagt habe, dass der hässlich ist. Es tut mir leid. Also wir müssen jetzt was Neutrales machen, ne? Ich und neutral. Das wird ja sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Aber gut, Herausforderung angenommen. Du wolltest es. Du bekommst es. Also wenn ich hier gleich mal meinen vernünftigen Pinsel, da haben wir ihn, kriege. Dann nehmen wir doch mal. Oh, dieser. Diese Lidschatten von Essence. Also diese Lidschattenpalette. Diese Lidschattenpalette von Essence ist etwas älter. Falls ich sie irgendwo im Netz sehe. Ich glaube, ich bezweifle, dass ich sie im Netz sehe. Ich habe sie, glaube ich, schon mal sogar benutzt in einem meiner Videos, ja. Dann verlinke ich sie dir. So, und ja, ich will das hier oben erstmal ausblenden, so ein bisschen. Deswegen bringe ich jetzt erstmal so ein Farbklecksi hier auf die Lidfalte. Damit ich das hier oben einmal komplett ausblenden kann, soweit wie ich das haben möchte. Auf jeden Fall, wenn du diese Lidschattenpalette noch in deiner Sammlung hast, dann ist es gut. Wenn nicht, ich glaube, dann ist es auch jetzt vergebene Liebesmühe. Denn ja, sie ist sehr, sehr schick an sich gewählt. Sie hat nur einen matten Ton, wie gesagt. Der Rest ist alles Schimmer. Und das ist für mich etwas schwieriger zu verarbeiten, weil ich gerne oben mit matt und mit Schimmer arbeite. Und ja,
Ist halt für mich ein bisschen schwieriger zu verarbeiten, aber ich weiß ja halt, dass ich dazu eine andere Palette nehmen muss oder was auch immer. Und ich wäre mir nicht mal so sicher, ob sie meine Sammlung an sich, ich liebe Lidschattenpaletten, ob sie die gut erweitert oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. So, so. Ja, hier oben konnte ich es gut verteilen. Okay, gut. Auf jeden Fall, ich schwanke immer noch so ein bisschen bei der Palette, weil sie halt auch sehr, sehr butterig ist. Also die ist wirklich hier richtig, richtig, richtig butterig weich. Also vor allem dieser matte Ton, der ist halt extremst weich und hinterlässt dementsprechend auch eine Menge Kickback im Fännchen. Ja, wie gesagt, also die ist halt älter, aber Essence hat sich ja generell im Laufe der Zeit, wo es Essence gibt, um einiges verbessert. Also weg von diesem Image, dass es nur Kinder benutzen, dass es nur so ganz, ganz junge Teenies benutzen, hin zu, ja, selbst Erwachsene machen dafür Werbung. Und ich persönlich finde das gar nicht so verkehrt, weil auch die Nagellacke von Essence sind der Knaller. Also wenn du auf Essence stehst, wenn du auf Nagellack stehst, bist du bei Essence genauso richtig und auch bei Catrice. Die gehören ja zusammen. So, falls du das nämlich noch nicht wusstest, dass diese beiden Drogeriemarken zusammengehören, dann weißt du das jetzt. Ja, wie gesagt, Essence und Catrice bekommst du in der Drogerie deines Vertrauens, Rossmann, DM, wie auch immer, Müller, Woodney. Was gibt's noch? Gibt's noch eine Drogerie, von der ich jetzt gerade nichts weiß? Gibt's da noch eine? Wenn ja, schreib's mal in die Kommentare. Wenn nein, dann lass los. Auf jeden Fall kann ich sagen, ich habe damals, da war ich aber schon ein bisschen älter quasi, da als Teenie, ich war kein Make-up-Teenie, also ganz, 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 ganz verkehrt. Ich war kein Make-up-Teenie, ich wollte kein Make-up machen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist völligst in Ordnung. Wenn du Teenager bist und du guckst dir gerade das Video an und denkst dir so, oh nee, ich finde es ja cool, wenn du das machst, aber ich selber, das musst du nicht. Das musst du nicht machen. Im Gegenteil, mach, was dir gefällt. Nichts anderes, nichts anderes. Und wenn du sagst, egal, ich guck mir das gerne bei dir an, aber selber machen, wie gesagt, nö, dann ist das völlig in Ordnung. Dann ist das völlig in Ordnung. Make-up ist da, um zu entspannen. Und ja, ich persönlich sehe das so, dass Make-up als Entspannung da ist. Auch ein bisschen als Kunstform. Man kann sich künstlerisch damit ausdrücken. So, ich habe jetzt eine klebrige Base drauf gemacht. Auf jeden Fall habe ich das noch nie zusammen probiert und das möchte ich jetzt machen. Und ich nehme jetzt erstmal so ein unschuldiges Braun. So ein unschuldiges Braun und das setze ich mir jetzt mal so ein bisschen hier so hin, damit so der Übergang zum Schimmer kommt. Und ja, ich mache jetzt wieder meinen Signature Move, weil ich mir einfach denke, so, das ist gerade das, was am optimalsten passt, um so viele Farben wie möglich zu machen. Einfach mal meinen Signature Move hier zu machen. So, ein bisschen verteilen. Klasse, schön in die Crease verteilt. Läuft bei mir. Nämlich ein noch helleres Tönchen. Das ist so ein Peachy Ton. Das ist so ein richtig schöner Peachy Peach. Peachy Peach. Ich mache gleich was mit dir, was richtig, richtig nice sein könnte. Weil, wie wir haben ja schon bei dem anderen Video davor, also wenn du die Videos regelmäßig verfolgst, weißt du ja, dass ich auch immer predige, benutze Farbe und jetzt mache ich hier so eintönige Looks. Was ist da los? Hat gleich seinen Sinn und Zweck. Hat gleich seinen Sinn und Zweck, dass das Ganze so aussieht. Aber du wirst gleich sehen, was ich meine, wenn ich sage, so benutze immer ein bisschen Farbe in deinen Make-ups. So, dann sieht das schon ganz nice aus. Ganz, ganz interessant wird es jetzt, wenn ich so ein Mini-Pinselchen benutze. So ein ganz, ganz klitzekleinen Mini-Pinsel. Seitdem ich eine Kamera auf Autofokus habe, bin ich ein bisschen irritiert. So, jetzt nehmen wir hier ein krasses Hellblau in die Mitte. In die Mitte. Ja, genau. Hier an die Inner Corner.
und setzen uns das dahin. Und da habe ich scheinbar nicht gut mit der Dings gearbeitet, mit der Base. Weil sonst sitzt das besser. Na? Das ist nicht so mein Tag, glaube ich. So. Und zack, hast du halt richtig die Aufmerksamkeit, weil du eben dieses Highlight in den Augen hast und die Leute gucken dir ins Auge, also ins Gesicht. Und deswegen sage ich ja, benutze Farbe. Jetzt mache ich einen Lidstrich. Jetzt mache ich Wimpern. Den restlichen Kram der klebrigen Fresse. Und dann bin ich gleich wieder zurück und zeige dir das Ergebnis mit der Essence-Palette. So, jetzt habe ich zur Demo einmal Lashes geklebt. Also es sind Magnet-Lashes. Die sind von Action. Ich glaube, ich habe sie hier sogar schon mal vorgestellt. Und das Ding ist, auf der Seite will einfach die Lash nicht halten. Also das möchte heute sich nicht mit dem Liner verbinden und möchte auch nicht halten. Aber ich wollte es dir nicht vorenthalten, wie es mit Kleber, also mit Lashes aussieht. Also mit Lashes halt aussieht. Du weißt, was ich meine. Egal, auf jeden Fall ist dieser Make-up-Look extremst neutral, hat aber diesen Pop-of-Color und ich finde das gar nicht so schlecht. Ich mag das sehr, sehr gerne, wenn Sachen zumindest ansatzweise ein bisschen bunter sind und nicht irgendwie so nicht bunt. Ich mag es nicht, wenn es nicht bunt ist. So, wie gesagt, nächste Woche gibt es ein Backstage-Make-up-Spezial für dich. Deswegen gibt es gerade keine Umfrage, aber es gibt eine andere Umfrage. Deswegen einfach mal auf die Umfrage gehen. Ich hoffe, ich vergesse nicht, dass ich sie unten in der Beschreibung verlinke. Alles andere steht auch nochmal in der Beschreibung. Auch falls ich diese Essence-Palette finde, ist das in der Beschreibung drin. Wie gesagt, die Töne sind sehr, sehr schön an sich, aber ich weiß nicht, ob sie zu mir passt. Ich weiß es nicht, weil ich habe so tolle, so krass geile Töne. Ich bin mir einfach nicht zu 100% sicher. Und das macht mich fertig. Das macht mich richtig, richtig fertig. Wenn du deinen Senf dazugeben möchtest, ob die Palette geil ist oder doch eher so ein, naja, Tönchen, dann tu es bitte in den Kommentaren. Vergiss auch nicht, das Abo zu machen, damit du eben nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns ziemlich bald wieder. Wenn du abonniert hast, weißt du genau wann. Und wenn nicht, dann würde ich mal abonnieren. Aber zackig. Bis gleich, wollte ich gerade sagen. Läuft bei mir. Es läuft bei mir. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, schmink dich, pfleg dich und hab Spaß dabei. Tschüss.